Hallo, mein Name ist Susanne Schnabel. Hallo, ich bin Vita Malakuti. Ich bin an der IBS verantwortlich für den Bereich Career Services. Ich bin Anwältin im Bereich Private Equity in der internationalen Großkanzlei Linklaters in Frankfurt am Main. Unsere Aufgabe ist es, unsere Studierenden von Anfang an bei ihrer Karriereplanung zu unterstützen und sie auf den Sprung in die Berufswelt vorzubereiten. Ich habe von 2014 bis 2019 Jura und Wirtschaft an der EBS-Universität studiert und 2019 mit einem Staatsexamen und einem Master in Business graduiert. Es gibt natürlich einige Absolventen, die klassische Karriere im Unternehmen machen, dann auch sehr erfolgreich sind. Also wir haben viele, die anfangen, jetzt, wenn es in der Beratung zum Beispiel ist, die dann wirklich als Partner, als Seniorpartner enden bzw. ihre Karriere auf diesem Weg entwickeln. Es gibt auch Gründer. Das Thema Entrepreneurship wird sehr groß geschrieben an der IBS. Wir fördern das, wir finden das toll, wenn junge Leute auch gründen wollen. Und da gibt es eine ganze Menge. Oftmals gibt es auch die Absolventen, die den klassischen Weg im Unternehmen gehen und dann nach ein paar Jahren entscheiden zu gründen, um die ganze Erfahrung auch zu nutzen, die sie gemacht haben. Was es bei uns auch viel gibt, ist das Thema Family Business. Das heißt, wenn die Eltern oder die Familie ein Unternehmen hat, bereiten wir die Studierenden vor, das zu übernehmen. Oder eben auch Studierende oder Absolventen, die generell an Familienunternehmen interessiert sind und die da gerne arbeiten möchten. Das ist auch was, was bei uns in einem speziellen Kompetenzfeld gefördert wird. Ich habe mein erstes Staatsexamen und danach auch meinen Master in Business an der EBS gemacht und bin danach ins Referendariat gestartet. Parallel habe ich in einer internationalen Großkanzlei im Fachbereich Finance gearbeitet und durfte während des Referendariats eine deutsche Großkanzlei, eine amerikanische und eine englische näher kennenlernen. So konnte ich dann die bestmögliche Entscheidung für mich treffen. Ich habe dann Anfang dieses Jahres in einer Magic Circle Kanzlei angefangen und bin dann zu Linklaters gekommen. Was sehr beeindruckend war, ist die Geschichte eines Jura-Absolventen, der ein hervorragender Student war, die besten Noten hatte und der sich dann gegen die klassische Juristenkarriere entschieden hat und ein Unternehmen gegründet hat, Right Now, mit dem er extrem erfolgreich ist, was viel Gutes tut für die Verbraucher. Andere Wege gibt es jetzt auch, wie zum Beispiel ein Absolvent, der mittlerweile heute einer der Senior-Partner bei Deloitte Consulting ist, der extrem erfolgreich ist und den klassischen Weg gegangen ist, aber auch dann wirklich bis in die oberste Etage. Das Unternehmen Emma Matratzen wurde auch von einem EBS-Absolventen gegründet. Mittlerweile hat er das verkauft. Friends for Friends ist ein anderes Beispiel, das auch von einem EBS-Absolventen gegründet wurde und dann für einen immensen Betrag an eBay verkauft wurde. Im Bachelorstudium muss mindestens ein Praktikum absolviert werden. Das kann entweder 8 Wochen dauern oder 2x4 Wochen, wobei wir immer empfehlen, 2 Praktika zu machen, weil einfach die praktische Erfahrung wichtig ist. Im Master- und im MBA-Studium sind es auch jeweils 1 Praktikum, was gemacht werden muss, was 4 bzw. 6 Wochen dauert. Die Praktika waren definitiv ein Highlight während meiner Zeit an der EBS. Da hat man das erste Mal die Möglichkeit, in die Arbeit eines Anwalts reinzuschnuppern und praktische Erfahrungen zu sammeln. Das gibt einem vor allen Dingen aber auch ein Ziel vor Augen. Das motiviert, ein Vollgas zu geben in der Uni, denn man weiß ja, worauf man hinarbeitet. Da gibt es an der EBS ganz, ganz viele Möglichkeiten. Zum einen werden Sie schon in den Vorlesungen sehr viel Kontakt zu Partnerunternehmen bekommen, da es viele Lehrstuhlkooperationen gibt. Unsere Professoren sind sehr gut vernetzt und es gibt da sehr viele interessierte Firmen, die Teil der Vorlesungen sind, die Field Studies mit den Studierenden machen, was natürlich eine ganz hervorragende Gelegenheit ist, das Netzwerk aufzubauen. Dazu kommt dann das, was wir im Career Services Center anbieten und das sind EBS exklusive Veranstaltungen, Recruiting-Formate verschiedenster Art, die wir anbieten. Wir haben Messen auf dem Campus selbst, wir haben Workshops mit Kanzleien und natürlich gibt es auch Buddies und Coaches, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, wir laden die Firmen auf den Campus ein, um das Unternehmen zu präsentieren, um einen Workshop zu machen, wo die Studierenden sich bewerben können, wo Business Cases bearbeitet werden. Wir nehmen auch die Studierenden und fahren zu den Unternehmen Field Trips. Das heißt, dass sie auch mal sehen können, wie es im Unternehmen direkt vor Ort aussieht. Dazu gibt es natürlich unsere Alumni, die ja auch in Unternehmen arbeiten bzw. ihre eigenen Unternehmen gegründet haben, die wir zu Alumni-Talks, zu Roundtables einladen auf dem Campus. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten für Sie, ein Netzwerk aufzubauen. Wir unterstützen Sie dabei. Das Netzwerk begleitet einen aber auch über die Zeit an der EBS hinaus. So habe ich meinen jetzigen Job durch einen früheren Kommilitonen und guten Freund gefunden. Dem bin ich dafür natürlich sehr dankbar.
Unser Netzwerk an Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ist sehr groß, ist auch gewachsen. Das heißt, das sind Unternehmen aus den Bereichen, wo wir wissen, dass die ein großes Interesse für unsere Studierenden haben, wie zum Beispiel Beratung. Das sind Unternehmen wie EY, Boston Consulting, McKinsey, Deloitte, Capgemini, also wirklich große namhafte Unternehmen. Genauso aus der Finanzbranche wie die Deutsche Bank, JP Morgan. Die Studierenden unserer Law School haben natürlich auch verschiedene berufliche Optionen. Es gibt dann den ganz klassischen Weg, der auch oft gegangen wird, der Beruf des Anwalts oder der Anwältin in großen Kanzleien. Das sind also die Partner, mit denen wir arbeiten, die wirklich groß und namhaft sind. Es gibt aber auch Studierende, Absolventen, die sich für eine Karriere im Unternehmen entscheiden, in der Rechtsabteilung zum Beispiel, oder auch die in den Bereich Human Resources, Personalentwicklung gehen, wo ja das Thema Arbeitsrecht etc. auch ganz groß geschrieben ist. Es gibt aber auch kleinere Unternehmen. Wir sehen durchaus auch die Notwendigkeit und den Sinn, mit kleineren Unternehmen zu arbeiten, weil wir einfach natürlich auch die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse unserer Studierenden berücksichtigen möchten. Und nicht jeder möchte in so einem großen Konzern oder einem großen Unternehmen arbeiten. Das heißt also, wir haben von allem etwas. Ich denke, natürlich gibt es die Highlights wie den EWS Law Kongress und immer wieder die Workshops. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist auch, dass das Jurastudium am Alltag Spaß machen kann. Dadurch, dass wir so kleine Gruppen haben, haben sich bei uns auch schnell Lerngruppen gefunden und wir haben auch gerne die Zeit zusammen in der Bibliothek verbracht. Das klingt jetzt vielleicht falsch. Natürlich haben wir wie alle anderen Studenten auch gefeiert und angestoßen, aber das gehört einfach auch zum Studium dazu.